Ja, zum Grundwissen. Was ist denn eigentlich das Logo oder woher kommt denn Logo? Logo ist eigentlich die Kurzversion oder eben die tradierte Version von dem griechischen Wort Logos. Logos ist altgriechisch, das heißt, das ist wirklich in der Übersetzung das Wort oder der Schriftsatz. Und damit wird etwas im Prinzip ja betitelt. Ja, es ist das Wort für etwas, für eine Sache oder eben die Marke für eine Sache. Und so wird eben dieses Grundwort Logo bis heute für uns verwendet. Und da wird unterschieden zwischen Wortmarken, also das heißt, wo wirklich nur ein Schriftzug zu sehen ist, den wir alle kennen, Beispiel vielleicht Sonny, oder eine reine Bildmarke, wo ich wirklich nur eine Ikone sehe. Das ist aber auch zum Beispiel sehr, sehr interessant oder eben bekannt, zum Beispiel hier bei Apple, wo wir diesen Apfel, den angebissenen Apfel kennen, oder eben Kombinationen, also sogenannte Wort-Bildmarken. Da habe ich eben hier für einen Kunden von uns mal im Prinzip eine schöne ja, Präsentation gehabt und wir haben hier einen Obsthof, der von der Familie Wörlege geführt wird, wo man selber Blaubeeren pflücken kann. So, das ist im Prinzip das Gesicht der Marke. Damit wird ihr Unternehmen oder ihre Dienstleistung nach außen hin repräsentiert. Und dafür ist es natürlich immer wichtig, einen guten ersten Eindruck zu machen. So sollte eigentlich auch ein Logo dann also sehr ordentlich gestaltet sein und auch gut erkennbar. Da muss man immer auch gucken, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Wie kann ich denn Aufmerksamkeit auf mich ziehen und mit dem Logo meine Dienstleistung oder meine Marke entsprechend präsentieren? Und dann muss man natürlich auch sagen, was ist in diesem Umfeld gelernt? Kann ich das übernehmen? Kann ich eben gewisse Sachen auch für meine Dienstleistung oder Marke, übernehmen? Oder kann ich es bewusst auch durchbrechen, um mich eben von den anderen abzuheben?